Hallo, ich bin Jutta aus der Grafschaft Bentheim und ich zeige euch heute, wie ich Haselnusscremeplätzchen backe. Das ist ein ganz tolles Gebäck, das gut in die Weihnachtsbäckerei passt. Ein schönes dunkles Gebäck und das macht sich gut auf einem schönen runden Plätzchenteller. Dafür brauche ich zuerst einmal Butter. Dazu kommt die Haselnusscreme. Die Butter muss schön weich sein, damit die sich schön cremig rühren lässt. Und noch ein bisschen Zucker dazu. Die Haselnusscreme an sich hat ja schon jede Menge Zucker, aber ein bisschen macht man noch dazu. Jetzt das Ganze schaumig rühren. Dann kommt noch ein Ei dazu. Das Ei schlage ich in einer Tasse auf, weil wenn dann Schale dazu kommt oder wenn das Ei nicht gut ist, kann man das gut sehen, bevor man das zum Teig gibt. Was noch ganz wichtig ist, dass das Ei ungefähr die gleiche Temperatur hat wie jetzt dieser angerührte Teig, damit das nicht gerinnt. Zum Abschluss kommt dann noch das Mehl. Und zwar nehme ich ein halbes Päckchen Backpulver. Ungefähr. Gebe das zu dem Mehl. Verrühre das. Und lasse das dann langsam einrieseln. Zum Abschluss das Ganze noch einmal gut verkneten. Und zwar verteile ich dafür ein bisschen Mehl auf Brett oder einfach auf den Küchentresen. Gebe dann den Teig da drauf. Noch ein bisschen Mehl darüber streuen. Und dann einfach verkneten. So, der Teig ist fertig. Jetzt forme ich aus dem Teig Rollen, damit man nachher von diesen Rollen schöne Scheiben abschneiden kann. Und das werden dann die Plätzchen. Man kann die Rollen jetzt mit dem Brett einfach so in den Kühlschrank stellen. Eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde warten, je nachdem wie fest der Teig ist. Und dann arbeitet man weiter. So, der Plätzchenteig ist jetzt soweit runtergekühlt. Wenn das nicht mehr so schön rund ist, kann man einfach noch ein bisschen nachformen. Und dann schneidet man das einfach in Scheiben. Und die Scheiben kommen aufs Backblech. Man muss darauf achten, dass die Scheiben ungefähr gleich dick sind, damit die Plätzchen nachher auch alle zur gleichen Zeit gar sind. So, und jetzt kommt das Blech in den Backofen. So, die Plätzchen sind jetzt soweit fertig, sehen aber jetzt noch wirklich sehr nackig aus. Schiebt man die einfach zusammen. Ich habe mir hier schon ein bisschen Kuvertüre aufgelöst. Einfach in einen kleinen Gefrierbeutel geben und unten die Spitze ganz knapp abschneiden. Und dann kann man damit wunderbar Streifen über die Plätzchen geben. Das kommt zur Seite und dann kann man noch weiter verzieren. Entweder
Man legt oben auf einfache Schokoladenherzen. Wenn es für Weihnachten ist, einfach ein paar kleine weiße Schokoladensternchen. Das finde ich persönlich am schönsten. Hier ist das natürlich ein bisschen mehr Friemelarbeit. Und noch eine dritte Alternative. Einfach ein paar Pistazien obendrauf. Und jetzt würde ich sagen, könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Viel Spaß beim Nachbacken.